Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Videos von einer künstlichen Intelligenz übersetzen könnt und auch von Videos theoretisch Shorts euch generieren lassen könnt. Das Ganze kann man mit nur einer einzigen künstlichen Intelligenz machen, was wirklich extrem, extrem einfach geht, ohne große Umstände. Heute gibt es auf jeden Fall das Tutorial dazu. Außerdem habe ich noch einen 15% Rabattcode für euch namens Vorpart15, den ihr bei Rusk AI anwenden könnt und somit 15% bei Rusk AI spart. Hier sind auch einige Beispiele davon vorgezeigt, was man mit der Rusk AI alles machen kann. Einmal, wie schon gesagt, dass Videos einfach übersetzt werden mit der Hilfe der künstlichen Intelligenz, die gleiche Stimme übernommen wird für die neue Sprache und auch die Lippen synchronisiert werden. Das sehe ich dir jetzt hier beispielsweise. Welcome. Hey, I'm Anton and I can speak English. But that's not all. Puedo lanzar algunos español en la mezcla. Außerdem könnt ihr noch aus einem bestehenden YouTube-Video wie ein Tutorial oder ein Podcast oder egal was, wie ihr hier seht, einfach euch Shorts passend generieren lassen könnt, ähnlich wie bei Opus Pro oder Opus Clip oder ähnlichem. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr einfach und kann euch sehr, sehr viel Zeit sparen bei der Generierung von Shorts. Bevor ich aber euch noch alle Schritte zeige, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalässt, um mich zu unterstützen. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Um jetzt Rusk AI verwenden zu können, müsst ihr hier oben rechts auf Einloggen klicken. Und dann könnt ihr euch hier entweder mit eurem Google-Account registrieren bzw. anmelden. So, dann habe ich mich jetzt mit meinem Account angemeldet und hier seht ihr, wenn ihr mit eurem Account euch angemeldet habt, dass es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten gibt, um jetzt Rusk AI zu verwenden. Die erste Möglichkeit ist die Übersetzung. Die zweite Möglichkeit ist die Generierung von Shorts. Ich würde sagen, ich zeige euch beide Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten an, mit der Übersetzung von Videos. Hier müsst ihr dann einfach entweder einen Link für ein Video auswählen oder die Datei des Videos hier einfügen. Ich füge mal jetzt hier eine Datei ein von einem Video und das Video werde ich euch jetzt gleich mal einblenden. Wie kann ich interessanter sein? Für meine Mitarbeiter oder auch für meinen Chef oder meiner Verhandlungspartner oder manchmal auch privat. So, dann habe ich das Video jetzt eingefügt und nenne mal die Datei Tutorial Übersetzung. Dann Number of Speakers bedeutet einfach, wie viele Sprecher es in dem Video gibt. Ich mache das Ganze mal einfach auf Auto Detect, dann wird einfach alles automatisch ausgewählt. Die originale Sprache ist Deutsch. Das kann man auch theoretisch auf Autodetect machen, aber man kann jetzt auch theoretisch Deutsch einfach hinzufügen. Und ich möchte, dass das Ganze eben zu Englisch übersetzt wird. Deshalb habe ich hier schon voreingestellt Englisch in Klammern US. Dann wird das ganze Video jetzt hochgeladen. Das dauert einen ganz kurzen Moment, dauert nicht allzu lang. Und jetzt seht ihr, dass das Ganze hier übersetzt wird. Dann klicken wir einmal drauf und dann seht ihr hier einmal das originale Video und dann müsst ihr hier einmal auf Dub Video klicken, hier dann nochmal auf Dub Video und dann wird das Ganze hier übersetzt. Das dauert einen ganz kurzen Moment jetzt, da das Video nicht allzu lang ist. So, und dann hat es jetzt das Ganze fertig übersetzt und dann können wir hier auf Play drücken. Or my negotiating partner, or sometimes even privately. So, dann wurde jetzt das Ganze eben übersetzt, die eigentliche Stimme wurde beibehalten, nur eben das Ganze in einer neuen Sprache. Falls ihr aber theoretisch das Ganze noch auf die Lippen synchronisiert haben wollt, dann müsst ihr hier eben auf Lip Sync drücken und dann wird das Ganze eben noch auf die Lippen synchronisiert. So, dann zeige ich euch mal, wie das Ganze Lip Sync aussieht. Hier seht ihr dann eben, dass die Lippen eben an die übersetzte Sprache angepasst wurde durch eben die künstliche Intelligenz. Des Weiteren habt ihr hier noch die Möglichkeit, den Originaltext zu ändern und auch die Übersetzung zu ändern. Das Ganze könnt ihr eben alles hier anwenden. Und das Ganze geht auch wirklich einfach, indem ihr einfach hier ein paar Sachen eintippt. Zusätzlich könnt ihr noch theoretisch die Stimme klonen bzw. ein neues Voiceover gestalten. Zusätzlich könnt ihr noch theoretisch eine Übersetzung dem Ganzen hinzufügen, indem ihr hier auf das CC draufklickt und dann habt ihr hier unten eine Übersetzung, die ihr auch anpassen könnt, indem ihr das Ganze hier anpasst.
Außerdem könnt ihr hier noch weitere Sprachen hinzufügen, indem ihr auf New Language klickt. Und dann nehmen wir beispielsweise Französisch. Und dann wird das Ganze dann noch zusätzlich zum Französischen in einem weiteren Projekt übersetzt. Und das Ganze geht mit über 130 Sprachen. Das ist wirklich das Geniale daran. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt die nächste Funktion von REST AI, und zwar die Shorts-Funktion, dass eben Kurzvideos automatisch von einem Video für X, also Twitter, TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts oder ähnliches generiert wird. Und dazu klicken wir oben rechts einmal auf Create Shorts Beta. Wir brauchen ja ein YouTube-Video, was wir verwenden können. Ich benutze jetzt einfach ein altes Video von mir, hier vor 2 Jahren, ein Forza Horizon Video, Linkadresse kopieren. Ganz wichtig, das Video, was ihr verwendet, sollte mindestens 10 Minuten lang gehen, anders geht es nicht. Dann gehen wir jetzt in Rust ein, fügen den Link hinzu und drücken auf Create Shorts. Das Ganze generiert jetzt weiter, das dauert aber jetzt länger als vorhin, da wir jetzt einen viel, viel längeren Clip genommen haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn das Ganze fertig ist. So, nun hat das Video fertig gerendert, unsere Clips wurden jetzt automatisch erstellt, das hat eine kurze Weile gedauert und hier sehen wir jetzt die Ergebnisse. Nun wurde mit Hilfe der künstlichen Intelligenz bewertet, was für Clips man aus meinem ursprünglichen Video machen kann. Und außerdem haben wir hier noch eine Beschreibung, die zum Clip passt und die man dann in die Beschreibung des Shorts, Instagram Reels, TikToks oder ähnliches einfach einfügen kann. Hier seht ihr mal ein Beispiel für ein Short, welches automatisch aus dem Clip generiert wurde. Dann gehen wir auf jeden Fall zu den Tunings. Dann wählen wir individuelles Upgrade aus. Da seht ihr jetzt auch, dass beispielsweise zusätzlich noch ein Untertitel hinzugefügt wurde. Das ist auch eine ganz nette Funktion, die meiner Meinung nach das Ganze nochmal deutlich aufwertet. Und ja, das war dann meine Vorstellung zu REST AI. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare. Link zu REST AI wird auf jeden Fall in der Beschreibung sein. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.